Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM am Set, heute mal wieder aus Moskau. Mein jetziger Gesprächspartner ist eine lebende Legende, nämlich Valentin Farlin, einer der Architekten der 2+4-Gespräche. Er war damals mitberatend bei Gorbatschow im Hintergrund. Er galt in der ehemaligen UdSSR als Deutschland-Experte und hat auch lange in Deutschland gelebt. Herr Farlin hat über 40 Jahre lang ja das politische Parkett bearbeitet. Wir haben ihn gerade auf dem Panel erlebt hier in Moskau. Herr Farlin, erstmal guten Tag. Vielen Dank. Herr Farlin, Sie sind, auch wenn man es nicht glauben möchte, aber Sie sind über 90 Jahre alt, immer noch topfit. Naja, ich würde nicht sagen, dass die Politik macht mich frisch. Okay. Und ganz umgekehrt, aber ich muss irgendwie bis heute zu versuchen zu verstehen, warum ging es so und nicht anders. Es gab viele gute Chancen für Europa, für die Welt, für Deutschland, für die Sowjetunion, um die Entwicklung anders zu gestalten. Und zwar mit weniger Sorgen, mit weniger Verlusten und mit weniger Belastungen für ihre Bevölkerung, für ihr Volk und für unser Volk. Warum waren diese Chancen nicht benutzt oder die verpasste Chance? Gab es sogar ein Buch in Deutschland, das hieß in diesem Buch Stalins Vorschlag aus dem Jahre 52, wo er vorgeschlagen hat, deutsche Einheit wiederherzustellen. Leider Adenauer war dagegen. Herr Farlin, man merkt es, wenn man mit Ihnen spricht. Sie sprechen sehr, sehr gut Deutsch. Sie haben auch lange in Deutschland gelebt. Sie waren in der damaligen UdSSR immer so der deutschen Experte. Später bei Gorbatschow waren Sie Berater, auch was die Wiedervereinigung angeht. Wenn Sie sich anschauen, 26 Jahre nach Mauerfall, auch das Geschenk der Wiedervereinigung, an dem die damalige UdSSR wohl beteiligt war, Russland beteiligt war, vor was wir heute stehen. Hätten Sie sich das vorgestellt und sind Sie enttäuscht? Zum Teil enttäuscht und zum Teil vorgestellt, aber ich muss vor allem Folgendes feststellen. Wer hat Deutschland gespaltet und warum? Stalins Vorschlag am Potsdamer Konferenz war, Deutschland bleibt ein politischer Einheitsstaat, eine politische Wirtschaftseinheit. Deutschland ist ein Feld für Aktivitäten aller gesamtdeutscher Parteien, ein Feld für gesamtdeutsche Zeitungen, Zeitschriften, selbstverständlich auch für Gewerkschaften, für die Kirche und so weiter. Wer war dagegen? Die Briten und die Vereinigten Staaten und noch mehr die Franzosen. Einzigste, kleinste war, Deutschland bleibt ökonomisch Einheit. Reichsmark bleibt Währung und, und. Wann war auch Ende mit dieser ökonomischen Einheit? Erst hat Klee, unserem Vertreter, und das war Sokolowski, vorgeschlagen, beide Zonen, sowjetische und russische, zu vereinigen, Bizonen zu bilden. Stalin hat gesagt, nein, das wäre Adieu für Mächte, Beschlüsse für Mächte, Kontrollorgane, und das wäre Spaltung Deutschland. Aber dann war die Zone aus englischer und amerikanischer Zone. Und dann war ein Beschluss, die Handel zwischen den Zonen sollen nicht in Reichsmark sich verwickeln, sondern in Dollar. Die Franzosen haben das verurteilt als eigentliche Spaltung Deutschlands. Dann gab es ein Dokument, und ich zitiere dieses Dokument, was heißt Groß-Berlin? Stand im Dokument. Das ist Platz, wo vier Mächte Kontrollorgane sich befinden. Das war ein Territorium, wo symbolische Streitkräfte, Bataillone der vier Mächte stationiert werden. Und Groß-Berlin ist die Hauptstadt der sowjetischen Besatzungszone, Groß-Berlin. Dann war Berlin gespaltet. Das war Beginn der Spaltung Deutschlands. Und warum war gespalten? Amerikaner begannen diese
Flüge gegen die Sowjetunion, Aufklärungsflüge, ab November 1945. Damals gab es noch nicht so Langstreckenflugzeuge bei Amerikanern. Es waren Bomber für ein bisschen umgebaut und sie waren geflogen in Richtung Moskau und Kapustin-Jar. Eine Pressekonferenz, die war im Stand direkt im Fernsehen bei ihnen verbreitet. Das war 96 oder 97. Der kommandierende General der amerikanischen dieser Aktion wurde gefragt: Haben Sie nicht verstanden, wie gefährlich ist das, wenn die Russen feststellen und wenn sie versuchen, ein solches Flugzeug abzuschießen? Er sagte: Ja, das haben wir verstanden, welches Risiko wir vorläufig geht. Aber ohne diese Flüge würden unsere Pläne eines Krieges gegen die Sowjetunion im Jahre 1945 nicht den Papierwert, auf dem sie geschrieben sind. Mhm. Die Frage war: Sowjetische Flugzeuge haben Aufklärungsdienste über Territorium der Vereinigten Staaten ausgeführt? Nein, das war nicht der Fall. Da wurde die Frage gestellt: Nachdem Powers abgeschossen war, haben Amerikaner weiter geflogen? Antwort war: Ja. Wie viel Mal? Das ist, ich möchte nicht die amerikanischen Verbündete und Freunde in Schwierigkeiten geraten lassen. Doch 50 weniger, 40 weniger, 30. Ich würde nicht unsere Freunde und Partner so in schwierige Situationen bringen. Unser General, mein Bekannter aus Generalstab, wurde gefragt: Wie viele solche Flüge haben Sie registriert? 19 Mal. Das heißt, keinem amerikanischen Wort dürften wir glauben. In Wien, bei diesem Treffen, Kennedy, Khrushchev, ich war dabei. Kennedy hat gesagt: Ja, ich übernehme die Verantwortung für diese Pleiche hier an, ich gebe Ihnen aber das Wort, das wird weiter nicht geschehen. Am nächsten Tag nach Rückkehr aus Europa nach den Vereinigten Staaten war Befehl unterschrieben. Operation Mangust. Aber nicht nur diese Truppen aus verschiedenen Leuten, die gegen Castro waren, aus Kuba selbst, sondern reguläre amerikanische Streitkräfte. Marine, Flugzeuge und, und. Und das, die Operation sollte zustande kommen im Oktober des nächsten Jahres, das heißt 1962. Und das war einer der Gründe, ich nehme an, dass, warum Khrushchev diesen Beschluss gefasst hat, unsere Raketen in Kuba zu stationieren. Vorher gab es ja noch die Raketen, Vulkanraketen in der Türkei. Ja, nachdem sie ihre Raketen in der Türkei und in Italien, ja, und Flugzeit für Rakete aus der Türkei bis Moskau war 6 Minuten. Herr Farnim, was Sie andeuten, das wurde ja neulich auch von George Friedman ganz offen von Stratfor ausgesprochen, dass die Vereinigten Staaten immer daran gelegen war, einen Keil zwischen Deutschland und Russland zu treiben, damit sich auf dem eurasischen Schachbrett nicht die zwei großen Player zumindest verstehen und zusammenarbeiten. Das ist ja auch keine Idee, die von Brzezinski ist, die ist ja schon älter. Das ist ja schon, Mackinder hat das ja schon aufgeschrieben. Aber auch 1960 gab es ja die Idee von Khrushchev, Deutschland wieder zu vereinigen, wurde ja auch hintertrieben. Wir haben es heute auf dem Panel mit der großen Frage zu tun, ob wir in einer multipolaren Welt leben, also nach offizieller Meinung. Und natürlich leben wir in einer multipolaren Welt. Die Frage ist, warum uns die Medien immer erklären, dass das nicht so wäre. Deswegen muss ich Ihnen die Frage stellen, ist dieser Planet zu klein für eine multipolare Welt? Ich würde sagen, nein. Multipolare Welt war, wir haben das geerbt von früheren Epochen und von früheren Jahrhunderten. Und die gibt es heute und so wird es sie geben. Rasmussen hat vor kurzem gesagt, damit wir das Leben auf diesem Planeten erhalten lassen, man muss diese Welt, dass die,
die Entwicklung auf dieser Welt soll eine Nation führen oder kontrollieren. Ja. Und diese Nation heißt die Vereinigten Staaten. Weder die Sowjetunion noch China noch die anderen dürfen hier etwas zu tun. Ist das arrogant? Das ist nicht arrogant, das ist eine Provokation. Das ist mit anderen gesagt, alle müssen verschwinden. Ebenso wahrscheinlich wie amerikanische Indianer. Ja. Sie sollen in diesen Sperrzonen weiterleben. Und bitte ein Beispiel dafür. Jedes Jahr sprechen die Amerikaner über sogenannte versklavte Nationen. Etwa über 90. Ja. 80 solche Nationen leben gewiss in Russland. Kein Indianer gibt es dort. Und in Mitte voriges Jahres, 40 Jahrzehntes, arbeitete eine Kommission, Senatskommission, nachdem die Indianer versuchten, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen ihre Rechte zu vertreten. Sie sagten, alle Verträge, die wir mit Washington beschlossen haben, waren internationale Verträge. Diese Kommission sollte feststellen, welche Verträge waren von Washington respektiert und verwirklicht. Antwort war, kein von denen. Und solche Nation versucht, Führer für alle anderen Nationen bleiben. Ja, da ist wenig Glaubwürdigkeit. Ich bin ein Vertreter der alternativen Medien, nachdem ich aber 25 Jahre für ARD und ZDF gearbeitet habe. Das Bild dieser Medien, das muss ich Ihnen nicht erklären, das ist sehr, sehr einseitig.